Ja, für den Auftakt des heutigen Tages, da konnten wir einen Mann gewinnen, der sich ganz stark mit unserer Zukunft auseinandersetzt. Stellen Sie sich mal vor, wir sitzen irgendwann im Auto und fahren Auto und sitzen aber gar nicht mehr selbst am Steuer. Oder stellen Sie sich vor, ein Arzt könnte mir in Zukunft meinen Blinddarm entfernen und steht nicht mal selbst im OP. Oder stellen Sie sich vor, unser Kühlschrank bestellt sich seine Milch selbst. Das alles, das könnte Realität sein in der sogenannten Gigabit-Gesellschaft. Und dafür braucht man natürlich aber auch die digitalen und technologischen Voraussetzungen. Das heißt, wir brauchen erstmal schnelleres Netz. Und zwar 5G als Mobilfunkstandard. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, das ist bis zu 100 Mal schneller als heutige LTE-Netze. Also richtig, richtig, richtig schnell. Und da kommt jetzt der Mann ins Spiel, der dafür die digitale Infrastruktur schaffen kann. Er ist Chef von einem der weltweit größten Kommunikationskonzerne. Hier ist der CEO von Vodafone Deutschland, Dr. Hannes Amelsreiter. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier gleich den Einstand machen zu dürfen bei den Medientagen. Der Technologiebereich ist am Sprung in die Zukunft. Und natürlich wird Technologie noch sehr viel mehr mit Content, mit Inhalt, mit Entertainment verschmelzen, als wir das heute kennen. Und wenn wir einen ersten Blick auf ein Bild werfen, das ich mitgebracht habe, dann zeigt das Ruhe. Ein vertrautes Bild. Ein Bild, das eigentlich das heute noch widerspiegelt. Wir sehen einen steigenden TV-Werbemarkt. Wir sehen, dass immer noch 85% aller 50-plus-Jährigen immer noch TV als Hauptmedium verwenden. Soweit so gut. Soweit keine Veränderung. Aber unter dieser Kruste brodelt es ganz stark. Das ist eine Lava, die hier einen Durchbruch sucht. Und das ist auch das Bild, das noch gestärkt werden wird durch Technologieentwicklung. Und man sieht auch bereits erste Firmen, die dieses alte, vertraute Bild brechen. Und das sehen wir dann schon auf dem nächsten. Wir sehen eine junge Generation heranwachsen. Eine junge Generation, die vieles anders macht. Eine junge Generation, die selber Programmdirektor werden will. Die nicht mehr darauf wartet, dass auf sie programmiert wird. Die nicht mehr darauf wartet, dass etwas um einen bestimmten Zeitpunkt herum startet. Sondern eine selbstbestimmte Generation. Eine Generation, die mit neuester Technologie vertraut ist. Eine Generation, die Streaming verwendet. Progressive Download verwendet. Und das sind damit die neuen Möglichkeiten, die entstehen, auch mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die sich auftun. Ein Großteil verwendet, nämlich über 50%, sieht überhaupt kein TV mehr, kein klassisches lineares TV mehr, sondern verwendet Medien wie YouTube, verwendet Medien wie Netflix, verwendet Amazon. Und man sieht daher, dass der Markt bereits aufgebrochen wird, dass es viel Veränderung gibt, dass es in der Nutzung Veränderung gibt. Man will nicht warten, man will im Heute und im Jetzt sein. Und die neuen Technologien schaffen die Voraussetzungen dazu. Natürlich wird es auch in Zukunft noch die riesigen Flatscreens geben. Es wird Satellitenausstrahlung geben. Es wird sehr leistungsfähige Kabelnetze geben, die hochgerüstet werden bis auf 10 Gigabit pro Sekunde. Full Duplex schafft damit die Möglichkeit, dass auch weiterhin beste Qualität zum Kunden kommt. Aber es passiert eine maßgebliche Veränderung, die gerade stattfindet. Und diese Millennials sind maßgebliche Treiber dafür, dass diese Veränderung auch tatsächlich stattfindet. Und dieses Video-Streaming, hier explodieren die Daten. Das Handynetz wird zu einem ganz eindeutigen Videonetz. Das heißt, wir sind gerade mitten in einer Transformation. Wir rechnen damit, dass in Kürze 80% der Nutzung eines Handynetzes werden Videos sein. Und Videos ist alles das, was wir genannt haben. Es ist Netflix, es ist YouTube, es ist lineares TV, es sind die Mediatheken, es sind verschiedenste Möglichkeiten des Entertainments, der Nutzung, die ich hier habe. Und diese Entwicklung ist eine sehr rapide. Wir wachsen im Mobilfunkbereich so, dass Daten sich jedes Jahr verdoppeln. Im Kabel ist das ein Wachstum von ca. 60% jedes Jahr. Das heißt, ein massives Wachstum. Das ist Exponential Growth, wie man so schön sagen würde. Und das heißt, dadurch wird das Ganze beschleunigt. Natürlich wissen wir, wie viele Nutzer diese einzelnen Spieler auch tatsächlich haben. Wir sehen das eher im Netz, sagen darf ich es nicht. Aber wir sehen hier ein sehr starkes Wachstum. Und das ist das Momentum, das wir derzeit am Markt sehen. Wir können eines auch ganz klar annehmen, dass die Ökonomie der Aufmerksamkeit heißt,
dass natürlich dort, wo die Seher sind, auch die Werbung sein wird. Und wenn sie heute dort noch nicht ist, dann wird sie vermutlich morgen dort sein. Vermutlich, wissen es nicht. Hängt von diesen Spielern ab. Aber es ist eine unglaubliche Dynamik, die wir sehen. Ein spannendes Programm, das stattfindet. Und diese Datenexplosion zeigt ja nur eines, dass plötzlich sich viele Dinge verändern. Und wenn heute die Mobilfunkantenne für Fernsehen dieses Handy ist, dann wird das in der Zukunft etwas anderes sein. Und zwar kleiner, aber es wird eine SIM-Karte sein. Und diese SIM-Karte wird mit den neuen Technologien, und das inkludiert auch 5G, die Basis dafür schaffen, dass ich diese Medien, diesen Content, dieses Entertainment auch tatsächlich nutzen kann. Das ist ein Auto. Es ist auch ein Kino. Es ist auch ein Arbeitsplatz. Ein Auto, das autonom fährt, schafft Dispositionszeit. Das heißt, ich habe dann Zeit, über die ich verfügen kann. Der durchschnittliche deutsche Staatsbürger verbringt circa 12 Jahre seines Lebens im Auto. Das ist im internationalen Vergleich vermutlich viel. Und es schafft damit auch die Chance, 12 Jahre TV und 3 Jahre Auto. Wenn ich das addiere, habe ich ein Viertel mehr Nutzung. Diese Nutzungsmöglichkeit entsteht dadurch, dass dieses Auto autonom fahren wird. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, entweder dort eine Videokonferenz zu machen, ich habe dort die Möglichkeit, ganz normalen Content dort zu nutzen. Und die Herausforderung für uns alle wird es werden, wie schaffe ich es, dass der Kunde sein Content-Environment, das er gewohnt ist, das er auch wirklich nutzen will, auch wirklich mitnehmen kann. Und all die Orte, die wir ihm ermöglichen. Und dieses Ermöglichen findet über Mobilfunk natürlich statt, indem man auf der Parkbank, in der U-Bahn, im Zug, im Auto, wo auch immer, diese Nutzungsmöglichkeit habe. Und hier haben wir auch viele, viele Aktivitäten gestartet, um das Fahren und die Mobilität sicherer zu machen. Wir haben eine klare Vision als Vodafone, dass wir Sicherheit erhöhen, dass wir Menschenleben retten. Warum? Weil diese Autos in Zukunft vernetzt sein werden. Jedes Auto der Zukunft wird eine SIM-Karte haben, und zwar jedes. Diese Autos werden miteinander kommunizieren. Wir arbeiten heute bereits an Lösungen, dass man erkennt, wenn ein Fußgänger auf die Straße springt und läuft und das Auto dann stoppen wird. Wir können um die Ecke gucken. Wir können sehr genau erkennen, wo Gefahrenstellen und Gefahrensituationen passieren. Und durch die Kommunikation der Autos untereinander und durch die Kommunikation, indem wir hier entsprechende Verortungen durchführen, schaffen wir eine hohe Sicherheit. Heute sterben circa 9 Personen pro Tag im Straßenverkehr. In Zukunft wollen wir, dass niemand mehr sterben muss, weil wir die Sicherheit erhöhen. Und diese Erhöhung der Sicherheit passiert mit Technologie und auch mit Kommunikation, indem wir Verkehrsteilnehmer miteinander vernetzen. Und das heißt mehr Sicherheit, heißt aber auch natürlich, dass ich mehr Zeit habe, um eine entsprechende Mediennutzung auch tatsächlich realisieren zu können. Und hier ist das Auto eines der Vehikel, wo das heute wohl eher schwer möglich ist, oder zumindest die Kinder machen es, aber der Fahrer hat eher Schwierigkeiten dabei und sollte es nicht tun. In Zukunft wird auch das möglich sein. Und damit schaffen wir ein Cockpit für Content-Konsumation, das neue Möglichkeiten schafft. Die Anbindung mit 5G macht es möglich. Wir haben schon gehört, bis zu 100 Mal schneller. Wir haben Geschwindigkeiten von 1 Gigabit und 10 Gigabit. Wir haben dann Latenzzeiten, es ist 1 Millisekunde. 1 Millisekunde ist exakt die Leitungsfähigkeit unserer Nerven im Körper. Das ist echte Echtzeit. Und damit gibt es keine Schrecksekunde mehr. Ein Auto, das mit 5G angesteuert wird, hat keine Schrecksekunde. Es bremst einfach schneller als wir Menschen. Und es macht keine Fehler, wenn es gut programmiert ist. Und daher schafft das neue Möglichkeiten, und das ist eine, die wir als sehr wesentlichen ansehen. Und wenn die Fahrzeit Freizeit wird, dann wird der Fahrersitz zur Fernsehcouch. Und ich kann ganz einfach die Möglichkeiten nutzen, dass ich mir dort auch Inhalte ansehen kann. 5G ist eine Revolution und Evolution, es ist beides. Auf der einen Seite gibt es Dinge, die wirklich fundamental anders sind. Die Latenzzeit ist dabei eines, das schafft neue Möglichkeiten. Technische Möglichkeiten, die vieles realisieren. Wir haben das ein oder andere schon gehört. Und wir glauben, dass es auf jeden Fall eine Chance schafft, hier ganz andere Mediennutzung möglich zu machen. Es wird auch die Chance schaffen, dass möglicherweise Fernoperationen stattfinden, dass die Latenzzeit uns maßgeblich beeinflusst. Das Thema Virtual Reality. Augmented Reality ist ein Riesenthema. Ich habe dann keine Verzögerung mehr. Heute haben viele noch Schwierigkeiten, weil es eine Verzögerung in den VR-Brillen gibt, die wird es nicht mehr geben. Und dieses Reduzieren der Latenzzeit heißt, dass neue Services entstehen und viele Bereiche entstehen werden. Und es wird mit Sicherheit ein
riesiger Erfolg werden im B2B-Bereich, indem man Firmen die Möglichkeit schafft, ihre Lösungen zu zeigen. Das kann Interior, das kann Möbel sein, das kann Auto sein. Und es wird in Zukunft natürlich auch der Inhalt ganz anders erlebbar sein. Wer einmal Oculus Rift versucht hat und Oculus Rift Touch, der weiß, dass plötzlich eine ganz neue Sensorik entsteht im Wahrnehmen von Inhalten. Und 5G bietet die Basis dazu mit der Übertragungsgeschwindigkeit, mit einem Gigabit oder auch 10 Gigabit dann in der nächsten Ausbaustufe und ist daher sehr, sehr wesentlich in der Entwicklung der Infrastruktur, die wir angehen wollen. Was haben wir vor? Das eine ist mit dem anderen in gewisser Weise schon auch vernetzt. Wir haben immer gesagt, es braucht Glasfaser. Wenn wir heute davon sprechen, dass wir ein 8K-Fernsehen haben werden und das wird kommen. Heute kommt 4K, es wird 8K kommen. Dann braucht ein Fernsehgerät bis zu 100 Megabit an Geschwindigkeit. Da reicht alte Infrastruktur sicherlich nicht mehr. Und wer immer das einmal gesagt hat, der hat die Zukunft sicher nicht richtig antizipiert. Hier reicht nur mehr Glasfaser und 5G. Das ist daher für uns der Fokus als Unternehmen, dass wir sagen, wir wollen Glasfaser bauen, wir wollen 5G ins Land bringen, wir wollen auch 4G weiter beschleunigen mit Carrier Aggregation auf eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit und schaffen damit die Voraussetzung, dass wir diese Geschwindigkeit auch tatsächlich haben. Also daher ist dieser Ausbau der Infrastruktur wesentlich, um zu einem Bild zu kommen, dass Content-Nutzung übers Internet stattfinden kann. Das passiert heute schon, aber es wird in Zukunft noch sehr viel mehr stattfinden und in noch sehr viel besserer Qualität stattfinden. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht zu stoppen und die ist daher eine, die wir auch massiv vorantreiben und wo wir glauben, dass wir hier überzeugen können mit der besten Infrastruktur. Und man muss immer wieder vernetzt denken, dass auch tatsächlich es einfach ist für den Kunden und es ist nicht immer einfach, diesen Content tatsächlich rezipieren zu können, um hier voranzukommen. Aber Gigabit-Offensive fürs Land ist notwendig. Sehr notwendig. Deutschland hinkt hier zurück. Deutschland ist nicht an der Vorfront und wir brauchen es aber, um entsprechende Industrie und eine kompetitive Situation schaffen zu können, dass eine Industrie auch weltweit wettbewerbsfähig bleibt und auch wird. Und daher ist diese Gigabit-Offensive eine sehr notwendige. Ein wichtiger Punkt dabei, wir alle kennen die Situation, dass ein Spiel ist nur auf dem Kanal zu sehen. Oder es wird Content zerlegt in verschiedenste Einheiten. Das alles orientiert sich nicht unbedingt gerade am Kunden. Ich glaube, dass wir wieder überlegen müssen, wie wird Content angeboten. Ich glaube nicht, dass es ein Modell ist, dass man Content einsperrt. Content sucht immer Reichweite. Der Kunde will Freiheit. Er will die Freiheit haben, wählen zu können und er will nicht, dass er verschiedenste Abos schließen muss, um dann letztlich zu seinem Content zu kommen. Das heißt, hier sind wir gefordert, Dinge einfacher zu machen. Wir können lernen von einigen Spielern. Eine Netflix hat das sehr gut gemacht, indem man wunderbar aggregiert, indem man 7 Milliarden in Content steckt. Das heißt, und auch die Nutzungsmöglichkeit, wie steigt man ein in den Dienst, wie schließt man ab mit der Kreditkarte im Internet, ist ein Weg, von dem wir alle lernen können. Es ist einfach, es ist simpel und es wird genutzt. Und dass das Ganze natürlich auch eine Silicon Valley Story ist, ist klar. Es ist immer der gleiche Ansatz. Disruptive, viel Geld, viel Hype, Valuation hoch und es wird produziert und es wird in Wachstum investiert. Das ist nicht neu, das haben wir inzwischen schon gelernt. Die Frage ist, wie gehen wir es an? Wie werden wir hier klüger? Wie sperren wir Content nicht ein? Wie schaffen wir ein Environment, wo es diese Freiheit zu spüren gibt für unsere Kunden, dass sie sagen, wow, das ist das beste Angebot, wo ich zum einen Qualität habe, wo ich zum anderen aber auch die Freiheit habe, mir die Dinge wählen zu können, die ich auch tatsächlich will. Unabhängig die Möglichkeit abrufen zu können, wo auch immer ich bin. Ubiquitous Video. TV wird sich verändern, massiv verändern. Und diese Technologien schaffen die Grundlage und die Voraussetzungen dafür, um das auch tatsächlich erreichen zu können. Aber wichtig ist, dass Content für alle offen bleibt. Geben wir dem Kunden die Orientierung zurück. Auch das verträgt sich gut mit dem ersten. In Wirklichkeit haben wir zu oft eine Situation, dass es mehrere Fernbedienungen gibt. In Wirklichkeit haben wir zu oft eine Situation, dass die Dinge nicht einfach genug ansteuerbar sind. Und ich glaube, dass die Zukunft hier ganz klar Einfachheit heißen wird. Voice-Portale werden eine gute Möglichkeit auch darstellen. Auch das beginnt sich zu entwickeln. Immer muss überlegt werden natürlich, wie sehr ist das auch ein Gateway zum Kunden und was entsteht daraus. Aber die Möglichkeit hier einfacher zu werden und den Zugang besser zu machen,
Eine bessere Customer Experience wird hier ein kritischer Punkt sein und da sollten wir uns nicht verstecken hinter und es geht technisch nicht anders, sondern man sollte es so machen, dass der Kunde sagt, wow, das ist für mich die beste Experience, die ich überhaupt haben konnte. Und auch da sind wir sehr am Überlegen und auch da muss ich ganz klar sagen, wir sind noch nicht dort, wo man sein könnte, sondern hier ist noch viel zu tun, um tatsächlich dem Kunden wieder die Orientierung zurückgeben zu können. Fernsehen wird in die Cloud wandern. Wir haben heute noch Diskussionen immer wieder und ich halte das für eigentlich rückschrittliche Diskussionen, dass eine Privatkopie nur auf der Harddisk durchgeführt werden darf oder sogar werden muss. All diese Diskussionen orientieren sich nicht am Kunden. Und da müssen wir überlegen, wie gestaltet man ein Urheberrecht? Da müssen wir überlegen, wie schaffen wir eine Media Experience, eine Content Experience, die beste ist für den Kunden. Und das ist daher etwas, wo wir noch lange nicht am Ende sind. Und wir werden diese Überlegungen noch weiterführen müssen und überlegen, wie schaffen wir es, dass wir einen Dienst wirklich verfügbar machen über jedes Gerät. Das kann der riesen Flatscreen sein, das kann der PC sein, das kann das Tablet sein, das kann das Smartphone sein oder alle Geräte und das Auto zählt dazu, die mit einer SIM-Karte damit verbunden sind. Und das ist daher eine riesen Challenge, die wir haben. Diese Dinge werden von anderen schon gut adressiert. Eine USA, AT&T, sind hier schon ganz gut unterwegs. Wir haben hier noch viel vor uns. Und gerade dann, wenn man eine industrielle Basis hat, wie Deutschland sie hat, muss man diese Stärken zusammenbringen, um letztlich zur besten Experience ever für den Kunden auch tatsächlich zu kommen. Und das ist daher einer der Punkte, wo man die Kraft der Cloud tatsächlich entfesseln kann, mit genau dem Gedanken, dass man all diese Nutzungsmöglichkeiten auch tatsächlich schafft, über alle Technologien. Bandbreite ist wichtig, um Qualität zu haben. Infrastruktur ist wichtig und es wird verschiedenste Ausspielformen natürlich geben, aber es ist wichtig, dass der Kunde seinen Content mitnehmen kann. Es macht keinen Sinn, ihm einen Content aufzuzwingen. Und diese Freiheit in der Entscheidung, die tatsächlich zu schaffen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der weiteren Entwicklung, die wir hier vornehmen. Machen wir den Weg frei für die Zukunft des Fernsehens. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, was tut sich technologisch. Ich habe versucht, das dort und da anzureißen. Wichtig ist, Glasfaser schafft einen Transport in Lichtgeschwindigkeit. Und das heißt, das ist die Transportkapazität und die Verbindung für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Es gibt nichts Schnelleres als Lichtgeschwindigkeit, daher ist das der Weg nach vor. Koaxkabel wird beschleunigt werden auf 10 Gigabit pro Sekunde. Auch das ist etwas, das wird für die nächsten vielen Jahre eine Gigabit-Experience tatsächlich auch möglich machen. Der Mobilfunk wird sich entwickeln mit 4,5G auf LTE und 5G auf 1 Gigabit und 10 Gigabit. Das heißt auch hier die Chance. Es wird eine Hyper-Connectivity geben, in dem viele, viele Geräte vernetzt werden. Es wird die Chance geben, auch hier die Industrie wiederum zu vernetzen. 5G schafft auch zwei Möglichkeiten, die neu sind im Vergleich zu anderen Technologien. Das eine ist Beamforming. Das heißt, die Energie der Mobilfunkstation folgt Ihnen oder einem Kunden, einem Unternehmer in einer Company. Und das zweite ist Core Slicing, das heißt, ich kann eine speziell gezielte, mit einer speziellen Qualität versehenen Segment und Band zur Verfügung stellen, zum Beispiel zum Anschließen von Industrie, Robotern, Maschinen, um hier eine gesicherte Übertragung möglich zu machen. Das sind Möglichkeiten, die kommen und man muss das einfach nur erkennen und dann daraus entwickeln, all die Möglichkeiten, die sich uns bieten und es tut sich so viel. Und wir lassen uns immer noch einlullen, es sind doch immer noch 220 Minuten circa Fernsehnutzung. Und es ist doch alles noch gut. Viele verwenden das immer noch als ein zentrales Leitmedium. Und wir sind trotzdem schon mitten im Umbruch. Und das wird noch beschleunigt werden. Und wenn wir das gut erkennen, können wir die richtigen Weichen stellen. Sowohl regulatorisch, medienrechtlich, als natürlich auch ökonomisch in den Angeboten, die wir im Markt platzieren. Und daher gibt es riesige Möglichkeiten. Wir wollen als Unternehmen dazu beitragen, mit einer exzellenten Infrastruktur, mit exzellentem Content. Wir haben die besten Content-Partner, die man in Deutschland und auch darüber hinaus haben kann. Wir haben ein sehr gutes, ein exzellentes TV-Angebot, ein Giga-TV-Angebot im Markt. Und wir wollen es ständig verbessern. Mit den Überlegungen, die ich genannt habe. Und daher sehen wir uns hier gut positioniert. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel zu tun haben und dass insgesamt noch viel zu tun ist. Mit all den Bedrohungen, mit all den Möglichkeiten, aber letztlich sind wir hier äußerst optimistisch für eine wirklich gute Zukunft auf dem Weg in eine Gigabit-Society. Danke fürs Zuhören.